Wir sind hier anlässlich der Vorstellung unseres neuen Spielers Salif Sané. Da schreckten einige Medienvertreter hoch. Hannovers Salif Sané zu Werder Bremen. Ach. Ein sympathischer Versprecher. Es wäre eine faustdicke Überraschung gewesen. Doch nicht Salif Sané, sondern sein 4 Jahre älterer Bruder Lamine wechselt an die Weser. Ja, Lamine Sané, selbstverständlich. Wir haben gerade so viel über den Bruder gesprochen. Der 29-Jährige kommt von Gironde in Bordeaux, kann in der Defensive vielseitig eingesetzt werden, ist bei Werder aber zunächst für die Innenverteidigung vorgesehen. Kurios, er kennt seinen Club schon bestens von der PlayStation. Da ist Sané schon länger ein Grün-Weißer. Ich freue mich auf die Bundesliga. Diese Liga hat mich schon immer fasziniert. Sie ist sehr stark besetzt, mit sehr schönen Stadien und einer super Stimmung. Und dann ist es natürlich auch so, dass mein Bruder ja in Hannover spielt und der hat mir auch schon sehr viel erzählt und ist dementsprechend ja jetzt auch in der Nähe. Ich hatte die Wahl zwischen England und Deutschland und habe mich dann für die Bundesliga entschieden. Werder Bremen ist ein toller Verein für mich. Ich habe früher immer Juan Miku bewundert und wenn ich noch eine kleine Anekdote aus meiner Jugend erzählen darf, ich habe früher auf der PlayStation auch schon immer mit der Mannschaft von Werder Bremen gespielt. Auch das war ein Grund für diesen Wechsel. Lamine Sané, der heimliche Werder-Fan. Offen ist, wann Sané seinem neuen Club auf dem Platz helfen kann. Nach einer Knieoperation befindet er sich derzeit im Aufbautraining. Bis zur Werder-Premiere dauert es noch etwas. Wir geben ihm jetzt die Zeit, um in Top-Zustand zu kommen, was athletischen Bereich betrifft. Und dann, glaube ich, können wir uns auf seine Qualitäten dann auch in den nächsten Jahren auch freuen. So schnell wie möglich will Sané Werder auf dem Platz zur Verfügung stehen. Bruder Salif wohnt jetzt knapp 130 Kilometer entfernt in Hannover. Das dürfte zusätzliche Motivation sein. Wir sind Brüder, wir gehören zusammen. Es gibt bei uns einen sehr intensiven Familienzusammenhalt. Wir stehen uns sehr nah. Salif war heute Morgen auch schon hier in Bremen. Wir haben ein sehr enges Verhältnis und möchten beide in Deutschland unseren Weg gehen. Et on va essayer d'avancer tous les deux en Allemagne.